Entgegen massiver Kritik hat das Parlament in der Türkei das sogenannte Desinformationsgesetz verabschiedet. Es sieht vor, dass Gerichte JournalistInnen und NutzerInnen sozialer Netzwerke zu 1 bis 3 Jahren Gefängnis verurteilen können, sollten sie der Verbreitung von Falschnachrichten schuldig gesprochen werden. Kritiker warnen vor einer zunehmenden Zensur des Internets in der Türkei. Wir befürchten, dass es die Freiheiten, die Meinungsfreiheit und die unabhängigen Medien in der Türkei weiter einschränken könnte. Und wir sind besonders besorgt über die Regelung des Gesetzes, die eine Freiheitsstrafe für den Tatbestand der Desinformation vorsieht. Experten befürchten, dass das unscharf formulierte Desinformationsgesetz das systematische Vorgehen gegen regierungskritische Stimmen, besonders im Vorfeld der 2023 anstehenden Parlamentswahlen, weiter verschärfen wird.